Moin, meine lieben Zockerstachel, willkommen zu einer neuen Folge Life is Strange True Colors. Wir gucken uns erstmal um. Gabe wollte schon immer so ein Fahrrad. Nachdem ja in der letzten Folge ordentlich was los war. Geiles Schwert. Ist das ein Schwert? Wir haben den Song nie zu Ende gehört. Nie? Oder nur eben den Song von eben? Ich meine. Es ist bestimmt von Ethan. Wie oft der Gabe wohl gezwungen hat, das zu spielen. Dino Racer 2. Corythosaurus Cup. Mehr steht auch nicht, ne? Doch, USK 0, PEGI 3. wo steht das? Sehe ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie in Colorado die USK oder PEGI haben. Warte, was? Ist das ein echtes, totes Reh? Es könnte auch schlafen. Ich sehe zum Beispiel kein Blut. Remi beschäftigt sich mit Comics und Kunst. Er hängt sich echt rein für Ethan und Charlotte. Oh, krass. Sieht aus, als hätte Gabe es echt gelesen. Die großzügige Umarmung. Verantwortungsbewusste Erziehung eines unabhängigen Kindes. Annabel Lightman, Jung Wang, die? Keine Ahnung. Kapitel 4 ist am wichtigsten. Besprechen wir es mit etwas Wein. Ich liebe dich. C. F. Ist das Physical Doctor oder was heißt das im Englischen? Ach, keine Ahnung. So wie unser Doktor Dr. Mead oder. Ich hab keine Ahnung. Gerne mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Wow. Sieht aus, als hätte Ryan meinen Bruder in einen Vorzeigebürger verwandelt. Wenigstens habe ich mich vor ihm und Steph zusammengerissen. Live auf Sendung vom Plattenladen aus. Wie verdammt cool ist das denn? KRCT. 104,3. Haven Springs erste Wahl für Indie Rock. Das Kaff sieht so klein an. Habt ihr überhaupt noch einen anderen Radiosender? Ich freue mich wirklich für dich, Gabe. Ja. Und du solltest dich in Zaum halten, Alter. Du bist ja richtig durchgeknallt eben. In der letzten Folge. Oha. Riley's Brief. Also haben Gabe und Riley an ihrem Bewerbungsgespräch gearbeitet. Und Mac dachte, die beiden schlafen miteinander? Das ist so dumm. Ja. Colorado Institute für Technology. Frau Leith. Oder Leithy? Ihre Bewerbung für die Programmierungsstartplattform im Sommer 2019 von CIT wurde begutachtet und wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass Sie zu den Gesprächen weitergekommen sind. Das Zulassungsamt wird Sie in den nächsten Tagen kontaktieren, um einen Termin für Ihr Gespräch festzulegen. Glückwunsch und viel Erfolg. Gabe, es passiert. Bitte, bitte, bitte hilf mir bei der Vorbereitung. Riley. Aber ich verstehe das auch nicht, dass die Leute das nicht einfach sagen. Anstatt zu sagen, hey, red mit deiner Frau. Alex. Kann man doch sagen, ich habe ihr nur was, bei was geholfen. Soll ich mir das wirklich ansehen? Frag sie. Wow, Gabe. War ja echt eine Schnitzeljagd. 19.01.2019, 22.14 Uhr. Ministerium für Soziale Dienste von Oregon, Amt für Kindeswohl. Bezirk Multnomah, Lorette Vance, Programmleiterin Unterbringung und Wohlfahrt. Telefonnummer ist die 971 555 3721 Portland, Oregon. 97214. Ort kann nicht preisgegeben werden. Versuchen Sie es bei der Direktorin Amy unter 971 555 9890. Alex wurde in einem Gruppenheim im Bereich Portland untergebracht. Sunnyside Valleyheim, Jugendamt Everett Street. Gruppenheim, helfende Hände. Anita und Eduardo. Mann, die gehörten zu den Guten. An Gabe Chen von Anita Morales. Betreff, Suche nach meiner Schwester. Erhalten, 14.11.2018. Hallo Gabe,
Eduardo und ich freuen uns sehr, von dir zu hören. Wir sind froh, dass es nach all diesen Jahren so gut für dich läuft. Colorado ist sehr weit weg. Leider war es schwierig, weiter mit Alex zu reden, nachdem sie im System war und wir wissen nicht, wo sie jetzt lebt. Hier ist die Telefonnummer der Agentur. Vielleicht können sie helfen. Oregon Jugendschutzamt 458 555 35 78. Leitung nur am dritten Mittwoch jeden Monats verfügbar. Versuch soziale Dienste, Kindeswohl. Wir wünschen dir viel Glück dabei, sie zu finden. Alles Liebe, Dee Morales. Okay, er musste sie also erstmal suchen. Gabe sucht schon seit einer Weile nach mir. 2018 Portland, nicht im Telefonbuch. Chen Ayin, Chen Alyssa, Chen Alex, nö, es ist ein Kerl. Chen Alex, automatische Voicemail, nochmal durchgekommen, nicht sie. Chen Alex, alte Nummer, jetzt ein Kerl namens Adam. Chen Alexandra, nein, Chen Alexandra W, Chen Alexander, Chen Alex B, Chen Alex Q, Chen Andrew. Okay. Wow, Gabe. Ach, da waren wir schon. War ja echt eine Schnitzeljagd. Ja. Sorry. Ich bin so doof. Das glaube ich ja nicht. Gabe hat das Foto auch? Sieh dir unsere Eltern an. Mama ist gesund. Und Dad noch kein völliges Arschloch. Hm. Vater als völliges Arschloch kenne ich. Umziehen. Aha. Free? Ei. Also das Standard. Das sagt mir irgendwie so gar nicht zu. Der böse Bär oder die Katze? Wir machen die Katze. So. Ist hier noch mehr? Rucksack, das machen wir gleich. Riss. Ein klassischer, hab die Gipswand getreten Riss. Grüße aus Mexiko. Scheint, als hätten wir beide Leute, die versuchen, uns zu helfen. Ich bin froh, dass es Gabe geholfen hat. Gabe Chen. 11 Main Street, Floor 2. Haven Springs, Colorado, 81623, USA. Gabe, ich habe deinen Brief gestern erhalten. Mir geht es blendend. Falls du je einen Neustart brauchst, komm hier runter. Denn heiliger Strohsack, das Essen ist großartig und die Drinks noch viel besser. Ich werde es nie überdrüssig zu hören, wie gut es für dich läuft. Manchmal denke ich an unser erstes Treffen in der Jugendstrafanstalt. Sicher, du hast mir einmal gesagt, ich soll mich verpissen, aber ich habe noch niemanden gesehen, der jedem meiner Worte so genau zugehört hat. Ich wusste da schon, dass du mit allem zurechtkommst. Der Punk ist das, du warst der beste Junge, für den ich je Mentor war. Vergiss das nicht. Lass mich wissen, wie es mit Alex läuft. Hoffentlich findest du sie mit Liebe. Len. Ein Brettspiel. Oh Mann. Gabe hat immer gewonnen. Der Arsch. Der Arsch. Gabe scheint gut hierher zu passen. Haven Springs, Colorado. 150 Jahrfeier. 1867 bis 2017. 150 Jahre Gemeinschaft. Samstag, 21. Juni. Alle Events kostenlos und öffentlich zugänglich. Rathaus, stille Auktion, 8 bis 16 Uhr. Vorführung eines antiken Feuerlöschwagens, 9 Uhr. Vortrag zur Bergarbeit, 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Black Lantern Bar, Brunchbuffet, 11 bis 13 Uhr. Treffen mit Eiscreme, 15.30 Uhr bis 17 Uhr. Live-Musik, 18 bis 23 Uhr. Denkmalpark, Familienspiele und Basteln, 10 bis 12 Uhr. An meine fantastischen Kellner, ihr habt Haven mit eurer Arbeit und positiven Einstellung stolz gemacht. Wir haben es geschafft, Jet. Mhm. Arcade. Okay. Natürlich. Wie hat er die hier hochbekommen? Naja, vielleicht mit Hilfe?
Gabe ist sogar Erster. Steuerung hochklettern, runter, links, rechts, Space ist springen. Vermeide Geister und Loren. Verstärkung, Batterie. Sammel alle, ich weiß nicht, Vögel, Pokale, keine Ahnung. Ja, ich würde gerne anfangen. Kann ich das nicht spielen? Anleitung. Ah, jetzt. Yes. Space Start. Wo bin ich? Wo bin ich? Ah, da oben. Nein! Oh, er kam nicht von der Leiter runter. Ich dachte, das hilft mir. Ein Arcade spielen ist doch cool, oder? Boah, gleich zwei? Brennt euch der Helm oder was? Das ist jetzt scheiße. Na gut. Highscore ist aber auch hoch. Oh, der Geist kommt doch jetzt nicht. Oh, das war knapp. Nochmal da hoch, ey, wie komme ich? Ach, da. Oh, shit. Ah, ich kann da nicht rüberspringen. Egal. Ah, einen habe ich noch. Ob ich den noch schaffe, aber das sieht schwierig aus. Thank you.
Oh, jetzt muss ich da echt nochmal hoch, wa? Kann er hier eigentlich hoch? Hoch? Nee. Shit. Naja. Game over. Gott, bin ich schlecht. Na gut. Oh, guck mal, da sind noch Medaillen. Die habe ich gar nicht gesehen. Was für eine Ehre, die Schwester des Zweitplatzierten des großen Gummientenrennens zu sein. Charlotte hat die gemacht? Gabe hat gesagt, sie sei Künstlerin, aber mir war nicht klar, dass er das als Beruf meinte. Ich könnte nie so viel von mir preisgeben. Okay. Wie? Unüberwindbare Treppe oder was? Wir wissen, was da oben ist. Na gut. Schuhschuh auspacken. Aha. Oh Gott, Schuhschuh wird auf diesem schönen Bett so schäbig aussehen. Sie hat mir wirklich durch schwere Zeiten geholfen. Aber das liegt jetzt hoffentlich hinter mir. Ethan hat echt Talent. Macht Sinn, dass seine Mom Künstlerin ist. Thaynor, der Tunnel zur Monsterfestung von Dämonenheim? Eingestürzt? Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Die Uniform der Stadtwache. Anscheinend schon lange tot. Gut. Die Spur scheint hier zu enden. Außer... Hohl. Ah, hier muss er durchgekrochen sein. Die Leiche einer Wolkenschlange. Sie muss durch die Decke gestürzt sein. Wenn ich eine höhere Ebene erreiche, dann finde ich vielleicht den geheimen Eingang. Deine Tage des Fliegens sind gezählt, Wolkenschlange. Aber vielleicht bist du mir noch von Nutzen. Wolkenschlange? Dieses Leuchten über den Gipfel hinaus. Das muss der Hintereingang der Festung sein. Schuhschu. Wir haben wirklich viel durchgemacht, was, Schuhschu? Rucksack, Briefe auspacken. Ich habe nie wieder was von Sydney gehört. Hoffentlich geht's ihr gut. Hey Alex, was geht? Bist du immer noch bei Helfen der Hände? Nur damit du es weißt. Ich lösche meine Konten und tauche für eine Weile unter. Ich habe ein paar Mal mit diesem Typen geschlafen, damit ich einen Ort zum Schlafen hatte. Und jetzt belästigt er mich. Außerdem verlasse ich Burnside. Der Aufseher ist ein Rassist und beschuldigt mich dauernd zu dealen. Ich melde mich bei dir, wenn ich eine neue Situation organisiert habe. Mir gehen langsam die Optionen aus, aber du kennst mich. Ich werde kreativ. Ich hoffe, es geht dir gut. Ist Lauren noch da? Erinnerst du dich, wie du sie verdroschen hast? Lol, vermiss dich, du Depp. Sydney. Wenigstens war ja nicht alles egal. Kann man nicht von jedem behaupten. Dear Alex, liebe Alex, Gott,
Lies zweigleisig hier, weißt du? Ich würde es dir nicht vorwerfen, wenn du diesen Brief wegwirfst, ohne ihn geöffnet zu haben. Falls du ihn liest, danke, dass du mir die Gelegenheit gibst, mich zu entschuldigen. Ich war nicht bereit, ich war nicht dafür geschaffen, Pflegemutter zu sein. Der Stress, die Auseinandersetzung, das Rumschreien, es war zu viel für mich, besonders in meinem Alter. Ich hätte es besser wissen müssen. Es tut mir leid, falls ich die Dinge für dich verschlimmert habe. Viel Glück da draußen. Mit freundlichen Grüßen, Fräulein August. Ich wünschte, die Medikamente hätten gewirkt. Abigail Lynn, Medical Doctor, würde ich jetzt sagen. Auch das gerne wieder in die Kommentare. Patientenname Alex Chen. Alprazolam, ER, 6 Milligramm. Jesse, mein Fels in der Brandung, damals in der Wohngruppe. Liebe Alex, alles Gute zum Geburtstag! Ich hoffe, du hast einen fantastischen Tag. Dass du einen fantastischen Tag hast und dass du dich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mit keiner einzigen beschissenen Sache beschäftigen musst. Mal im Ernst, ich wollte dir für alles danken, was du für mich getan hast, seit wir uns kennengelernt haben. Ich fühle mich sicher und glücklich und sogar geliebt, wenn du in der Nähe bist. Ganz schön ungewöhnlich für Leute wie uns, oder? Danke jedenfalls dafür, dass du da bist. Dass du meine Freundin bist. Dafür, dass du Haley vermöbelt hast. Dafür, dass ich all deine Sachen tragen kann, auch wenn ich nicht frage. Ich will nicht wie eine Verliererin klingen, aber du bist im Prinzip das einzige Gute hier. Alles Liebe, Chelsea. Okay. Rucksack. Was haben wir denn noch da drin? Verrückt, wie sehr wir uns verändert haben. Hey, ihr seid älter geworden, ne? Erwachsen. Voll so ausgeschnitten. Fotos ansehen. Was echt schön, dass Gabe und ich dieses Foto behalten haben. Ah ja, okay. Sie hat die Eltern weggeschnitten. Habe ich mir irgendwie schon gedacht, dass jetzt irgendwie die Eltern fehlen. Ein Tagebuch auspacken. Oh. Wieder viel zu lesen. Mein Tagebuch. Ich sollte meinen letzten Zusammenbruch darin festhalten. Okay. That sounds bad. Notizen. Tessa, Wut. Bitter und eifersüchtig und etwas mulmig. So schmeckte die Wut. Ich hatte nicht mal Zeit, zurückzutreten. Sekunden später raste ich durchs Zimmer. Was für ein Mist. Ich habe ihre Lippe aufplatzen lassen. Die Arme, wie lange es wohl braucht, um zu verheilen? Die Arme. Ach so, die Arme. Punkt. Wie lange es wohl braucht, um zu verheilen. Es ist schwierig, Blut aus der Kleidung zu bekommen. Da fühlt man sich im Unrecht. Ich mache ihr keinen Vorwurf, dass sie sich aufregte. Sie glaubt, ich bekomme im Heim eine Spezialbehandlung, aber das tue ich nicht. Ist auch egal. Sie bleibt für sich, wie die meisten anderen. Also alles wie immer, bis eine neue Gruppe aufgetaucht und alles von vorn anfängt. Das Schlimmste? Sie haben meine verfluchte Gitarre konfisziert. Verbot für 2 Wochen. Wenigstens werde ich sie zurückbekommen. Also, dann haben wir ein G, ein A-Moll und ein F. Ich verspreche dir, so ist es nicht. Fang jetzt nicht an zu singen. G, A-Moll und F und ein C. Keine Gefallen, keine Geheimnisse, nichts für mich. Und D-Moll, noch am Ende des Tages traf es auch dich. Isabel, Kummer. Ich habe so oft versucht, das hier zu schreiben. Sehen wir mal, wie weit ich komme. Ich mochte Isabel sehr. Sie war lieb, hatte gerne gemalt und am Wochenende Bier für uns reingeschmuggelt. Aber ihre Depression war brutal.
Sie kroch unter meine Fingernägel. Meine Augenlider waren wie Stein. Ich musste mich konzentrieren. Nur um atmen zu können. Als wäre mein Brustkorb aus Blei. Es war schwer, dem zu entkommen. Am Ende wurde es zu viel. Eine Menge Beruhigungsmittel. Sie lag im Erbrochenen. Ihre Augen offen und glasig und verängstigt. Es tut mir leid, Isabel. Ich dachte, wir hätten Freunde bleiben können, als wir endlich aus diesem 0815-Knast rauskamen. Ich wünschte, du hättest länger bleiben können. Im C und A-Moll, falls ich dich je wieder sehe, bringe ich das Bier mit. Eieiei. Mac, Wut. Es begann mit einem Klopfen. Ich denke, ich fühlte, dass etwas nicht stimmte, bevor Gabe überhaupt die Tür öffnete. Als gleite etwas unter der Tür durch. Etwas Rotes, etwas Grobes. Dann ist da Mac und die bekannte Furcht, die meinen Kontrollverlust begleitet und egal, wie sehr ich dagegen kämpfe, es geht einfach weiter, bis mein Blut kocht. Dann der Teil, in dem mein ganzer Körper bereits beschlossen hat, jemanden weh zu tun und dass es passieren wird und niemand kann mich aufhalten. Macs Wut fühlte sich heiß und schwindelerregend an und auch etwas ängstlich. Alles drehte sich um Riley. Rot, Wut, Angst. Der Gedanke an sie mit jemanden anderem, der Gedanke an sie mit irgendwem anders. Er war unter seiner Haut, brannte. Das Gefühl wie glühend heiße Stricke unter den Rippen. Unter deinen Rippen. Es ist eines der erschöpfendsten Gefühle der Welt. Es ist so eine Erleichterung, wenn es vorbei ist. Wenn deine Ohren aufhören zu klingeln und dein Herz sich von Kolibri zu Presslufthammer verlangsamt. Es ist so eine Erleichterung. Schade, dass ich Gabe dafür eine verpassen musste. Wie entschuldigt man sich für sowas? A-Moll. Fäden, die uns fesseln, ihr verbrennt und verbindet. In D-Moll und B-B, keine Ahnung, was das ist. Schmerz in meinen Rippen, bis du verschwindest. Brudeln, atmen. Spalten. Alter. Was für kranke Sachen. Psychisch ganz schön angeknackst. Ich pack den Rest später aus. Eine Gitarre. Ich kriege irgendwie gerade The Last of Us. Zwei Flashbacks. Nicht dein Ernst. Alex, hier ist etwas, das Willkommen daheim sagen soll. Kannst kaum erwarten, dich spielen zu hören. G. Also okay. Auch unbedingt wieder spielen. Seit Jahren meine Gitarre nicht mehr angefasst. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Super, Alex. Du bist durchgedreht und hast jemanden vor den Augen deines Bruders aufgemischt. Also, wie fühlst du dich jetzt? When you were here before, couldn't look you in the eye. You're dressed like an angel. Your skin makes me cry. Float like a feather in a beautiful world. I wish I was special,
you're so very special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever makes you happy, whatever you want, you're so very special. God, I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Du und deine verdammten Überraschungen, Gabe. Schöner Song, aber auch traurig. Hier zu sein ist zu schön, um wahr zu sein. Das lasse ich mir von nichts kaputt machen. Ich sollte runtergehen und die Sache mit Gabe gerade biegen. Okay, das heißt, in der nächsten Folge werden wir mal gucken, ob wir alles wieder gerade biegen können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wenn ihr neu seid, würde ich mich über ein Abo freuen. Aktiviert die Glocke, verpasst ihr nichts mehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis denne!